So, jetzt geht es mal ganz kurz ins 3D-Fenster. Da gibt es ein paar Feinheiten zu beachten, die auch Spaß machen. Also das 3D-Fenster oder die 3D-Darstellung von Archicad ist uralt. Das muss man wissen. Das Programm gibt es seit 1984. Es war immer 3D. Und seitdem ich das Programm benutze, hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Es sind immer ein paar Kleinigkeiten dazugekommen. Die wesentlichen Strukturen sind gleich geblieben. Ich hatte Ihnen eben gezeigt, Steuerung 3 zeigt Ihnen das Ganze in einer 3D-Darstellung. Es kann sein, dass der Ausschnitt nicht stimmt, das heißt, die sehen gerade nichts. Das ist in diesem Fall so. Ich habe jetzt ja an anderer Stelle gezeichnet, in der Nähe vom Nullpunkt. Wenn Sie also einfach hier Steuerung 0 drücken, dann sehen Sie es wieder, also alles im Griff. Ja, Sie haben gesehen im Grundrissfenster Steuerung 2, dass hier nichts ausgewählt war. So, wenn ich jetzt eine Wand auswähle und dann Steuerung 3 drücke, sehe ich auch nur eine Wand. Okay. Wenn ich also aus Versehen eine Kleinigkeit ausgewählt habe, wie zum Beispiel ein 2D-Element. Dazu muss man wissen, 2D-Elemente werden im 3D-Fenster nicht gezeigt. Ja? Dann zeigt Ihnen das 3D-Fenster tatsächlich nichts. Ja? Weil es will dann diese eine angeklickte Linie zeigen, das geht nicht, wegen 2D, also zeigt es gar nichts. Achten Sie also darauf, dass Sie nichts ausgewählt haben. Zur Not drücken Sie ganz oft die Escape-Taste, sodass wirklich nichts mehr ausgewählt ist. Dann sehen Sie wieder alles, was Sie gezeichnet haben. Das ist die erste Möglichkeit der Differenzierung. Sie wählen irgendwas aus, dann sehen Sie nur diesen Teil im 3D-Fenster. So, der andere, auch sehr coole Weg, etwas im Ausschnitt zu zeigen, wäre diesen Markierungsrahmen hier zu benutzen. Das ist das zweite Werkzeug von oben. Jetzt gehen Sie mal hier auf eine Ecke und wählen nur die aus und lassen sich die im 3D-Fenster anzeigen. Steuerung 0. Dann sehen Sie das Ganze von ganz nah. Das heißt, Sie können bestimmte konstruktive Situationen, wie zum Beispiel Fensteranschlüsse und so weiter, sich auf diese Weise sehr genau zeigen lassen. So, jetzt geht es nochmal ins 3D-Fenster. Wir sehen nochmal alles, Steuerung 0. Wie gesagt, Scrollrad funktioniert genauso wie im Grundrissfenster. Scrollrad drücken lässt Sie das Ganze verschieben und gleichzeitig die Shift-Taste drücken lässt Sie das Ganze drehen. Okay? Soweit, so gut. Jetzt ein paar Feinheiten zur Darstellung. Also zunächst mal sehen wir hier eine Axonometrie. Wenn Sie Alt-Steuerung 3 drücken, dann sehen Sie, dass Sie auch Perspektiveinstellungen haben können. Sie können also umschalten, Axonometrie-Perspektive. Ich zeige Ihnen gleich nochmal, wie das sonst auch noch steht. Ich möchte aber gerne eine Axonometrie behalten. Da sehen Sie Axonometrie-Einstellungen. Sie können jetzt hier unter diesem kleinen Button verschiedene Standard-Axonometrien auswählen, wie zum Beispiel die isometrische. Zack, da ist sie. Ja, Steuerung Alt 3 nochmal. Jetzt können Sie auch zum Beispiel Draufsichten haben. Ja, das 3D-Fenster ist also auch in der Lage, eine Draufsicht zu zeigen. In diesem Fall ist sie leicht gedreht. Sie können Seiteneinsichten haben. Also alles, was an Parallelprojektionen möglich ist. Jetzt ist das Ganze ja immer noch gedreht, deswegen ist das nicht so richtig toll. Jetzt achten Sie mal hier auf diese Kamera, Sie können sie also verschieben. Damit wird die Richtung angegeben. Wenn Sie nur klicken, wird das Ganze in 45 Grad Schritten gemacht. Das ist also sehr bequem. Ich möchte jetzt also, dass der Blick von Süden kommt und die Sonne soll gefälligst von da kommen. Und ich hätte gerne eine Seitenansicht. Dann sieht das Ganze so aus. Ja. Jetzt Steuerung Alt 3 nochmal. Jetzt nochmal zur Draufsicht, das gleiche, so, ja, jetzt haben Sie also eine Draufsicht. So, das ist also das eine. Sie können erstens hier über Standard-Dinge einstellen, übrigens auch Axonometrie von unten. Sie können aber gleichzeitig auch den Winkel selbstständig verändern, das passiert sowieso, wenn Sie das Ganze drehen, das sehen Sie hier schon, die Achslänge können Sie auch verändern, also Ihnen steht eigentlich alles offen, auch die Beleuchtungsrichtung, die Sie schon sehen, können Sie hier einstellen. Okay. Jetzt die Art der Darstellung. Wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. In diesem 3D-Fenster gibt es ja kein fotorealistisches Rendering. Es ist so eine Art primitiv geschädete Darstellung, die allerdings ausgesprochen praktisch zu verwerten ist. Und da gibt es jetzt ein paar Befehle, die dazugehören. Die sind alle im Ansichtsmenü 3D-Darstellungsmodus. Und da gibt es ein paar Befehle, die Sie schon kennen, Axonometrie oder Perspektive, Radmodell, Schattierung und so weiter. Und die meisten dieser Befehle finden Sie auch sozusagen gesammelt und besser sortiert im 3D-Fenster Einstellungen. Und da zunächst einmal Folgendes. Es gibt zwei verschiedene 3D-Engines. Ich würde Ihnen zunächst einmal empfehlen, immer die interne Engine zu verwenden. Die interne Engine stellt die Sache etwas anders dar, etwas präziser. Es gibt Kanten und es gibt ganz normale Farbflächen. Es werden keine Texturen angezeigt, falls Ihre Materialien, Ihre Oberflächen Texturen haben, werden die jetzt nicht angezeigt. Das ist aber wirklich verzichtbar. Modus Schattierung. Und da sehen Sie Drahtmodell, verdeckte Kanten, Schattierung. Das heißt, Sie können also zwischen den Standard-Darstellungsvarianten hier
Wir wählen, Daten werden klar verdeckte Kanten, zeigt neue Linien, keine Farbflächenschattierung, zeigt Farbflächen, die abgedunkelt werden, je nach Lichteinfall. Das hier sollte alles in den höchsten Standards stehen. Ja. Dann vektorielle 3D-Schraffurtransparenz können Sie erst einmal so lassen, wie es ist. Sonnenschatten können Sie haben, das ist sehr schön. Und zwar, wenn er angeschaltet ist, ja, mit Konturen brauchen Sie es nicht, angeschaltet können Sie sagen, auf allen Oberflächen oder auf einer gedachten Ebene. Das ist in diesem Fall ganz praktisch, weil wir haben ja noch keine Bodenplatte. Und dann würde auf der Nullebene ein Schlagschatten angezeigt. Ja. Das sieht ausgesprochen beknackt aus gerade. Das liegt an der Sonnenrichtung, Steuerung Alt 3. So, da sehen Sie, die Sonne kommt gerade von da, ich gucke von da. Also wäre es vielleicht schlauer, die Sonne kommt vielleicht von da. Das sieht auch nicht viel toller aus. Also drehen wir das Ganze mal so hin. Und dann sieht es zumindest so aus. Ja. So, dieser Schlagschatten ist jetzt nur auf dieser gedachten Fläche, weil wir auf allen Oberflächen deaktiviert hatten. Ich zeige Ihnen nochmal, wie Sie das ändern könnten. Ansicht, 3D-Darstellungsmodus, 3D-Fenstereinstellung. Und da können Sie den auf einer gedachten Ebene die Option abschalten, auf allen Oberflächen, bitteschön. Und dann landet der Schatten nur noch auf den Innenseiten dieses, also auf den echt gebauten Flächen Ihres Objekts. Ja. Jetzt kommen wir zurück zum 2D-Fenster, Steuerung 2. Jetzt zeichne ich meine Bodenplatte ein. Dazu gibt es ein weiteres Standardwerkzeug, das ist das Deckenwerkzeug. Mit dem können Sie allerhand kubische Elemente zeichnen. Decken, Fußböden, alles Mögliche. Wenn Sie hier draufklicken, sehen Sie schon, dass die Ebene zunächst mal nicht klar ist für Archicad. Ich klicke mal doppelt drauf, um zu den Gesamteinstellungen zu kommen. Lauter nachvollziehbare Parameter, zum Beispiel eine Deckendicke können Sie angeben. Bei Decken ist es anders als bei Wänden so, dass der Offset, also die Höhenlage sozusagen von der Oberkante ausgemessen wird. Im Moment haben wir dort 0 stehen, da unsere Wände auf der Höhe 0 stehen und hier die Oberkante der Decke auch auf 0 liegen würde, haben wir es also genau richtig. Welche Schraffur die Decke hat, ist mir im Moment völlig egal, wie die ganze Decke aussieht. Im 3D-Fenster ist mir auch egal. Wichtig ist noch die Ebene und da nehme ich jetzt mal auch die Hilfslinienebene. Das ist natürlich absolut unprofessionell, alles auf einer Ebene zu zeichnen, aber darum geht es ja gerade gar nicht. Okay. Jetzt können Sie im Rechteckmodus irgendeine Decke zeichnen oder eine Bodenplatte. Auch die können Sie natürlich mit X- und Y-Koordinaten exakt dimensionieren. Okay? Jetzt gehe ich nochmal ins 3D-Fenster. Jetzt habe ich also auch eine Bodenplatte. Und dann kann ich auch Schatten sehen auf dieser Bodenplatte. Ja, das ist also alles relativ einfach. Okay? Soweit. Ja, ich mache jetzt gleich im nächsten Teil mit den Geschossen weiter, weil Sie die auch noch kennen sollten. Und dann denke ich, höre ich erstmal auf. Dann sollten Sie eigentlich einen ganz guten Einstieg bekommen haben in die Welt von Archicad. Wenn ich dann wieder mehr Lust habe und Zeit, mache ich dann noch ein bisschen weiter mit Fenstern und Objekten und so weiter. Aber dann wäre es für heute erstmal gut. Also, gleich gibt es noch einen Teil zum Thema Geschosse. Dranbleiben.